Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben in diesen Tagen, die Welt rückt immer enger zusammen. Täglich suchen viele Menschen bei uns Schutz und es wird auch daran überdeutlich, wie eng wir im globalen Dorf miteinander verbunden sind. Wir wissen, unser Lebensstil in den reichen Ländern und unsere wirtschafts- und außenpolitischen Entscheidungen haben einen starken Einfluss auf die Lebenssituation anderer Länder und umgekehrt ist es so, dass die Entwicklung in, vor allen Dingen in den Armen- und Schwellenländern Rückwirkungen auf uns haben. Und wir sehen das im Moment natürlich besonders deutlich angesichts der Flüchtlingszahlen. Die Ursachen für Migration und Flucht liegen in Krieg, in Verfolgung, aber auch in den enormen Einkommensunterschieden zwischen reichen und armen Ländern. Dazu kommt, weltweit schätzt man, 40 Millionen Menschen sind alleine aufgrund des Klimawandels auf der Flucht, weil der Klimawandel ihnen ihre Lebensgrundlagen entzieht. Meine Damen und Herren, NRW nimmt angesichts dieser Situation und dieser globalen Verflochtenheit seine globale Verantwortung wahr. Und das zeigt sich sehr deutlich in unserer Haushaltsgestaltung. Wir werden in diesem Bereich auch weiterhin über die Zuwendung an die GIZ Projekte und in Entwicklungs- und Schwellenländern direkt fördern. So zum Beispiel, um mal eins rauszugreifen, fördert die GIZ eine Universität in Kumasi als Kompetenzzentrum für erneuerbare Energien und Ressourcenschutz, das dort ausgebaut werden soll. Und damit fördern wir unmittelbar die Entwicklung vor Ort. Und wir werden weiterhin in Projekte von NRW-Nichtregierungsorganisationen, die sie in Kooperation mit anderen NGOs in unseren Partnerländern haben, investieren, vor allen Dingen im Bereich Bildung, Umwelt, Ressourcenschutz, Gesundheit und Frauenförderung, orientiert an unserer Eine-Welt-Strategie. Meine Damen und Herren, die Aufgabe der Bundesländer in diesem Bereich ist vor allen Dingen die entwicklungspolitische Bildungs- und Vernetzungsarbeit. Das tun wir hier in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit dem Eine-Welt-Netz und natürlich an dieser Stelle vor allen Dingen mit dem NRW-Promotorin-Programm. Dieses Programm hat bundesweit einen hervorragenden Ruf und wir können stolz darauf sein, dass es als Blaupause, als Vorbild für die Einführung eines bundesweiten Promotorinnenprogramms dient. Und deshalb, weil das so ist und weil diese Promotorinnen so gut und segensreich arbeiten, wollen wir dieses Programm auch weiter stärken. Und wir haben als rot-grüne Koalition einen Antrag auf den Weg gebracht, den Ansatz, der jetzt mit 1 Million im Haushalt festgeschrieben ist, um weitere 120.000 Euro zu erhöhen, damit nicht nur die Weiterführung des Programms möglich ist, sondern auch die Erweiterung des Programms auf den Weg gebracht werden kann. Es soll zum Beispiel eine neue Regionalstelle für die Region Bonn damit finanziert werden und es soll dazu dienen, diese Erhöhung faire Löhne für gute Arbeit der Promotoren zu gewährleisten. Insgesamt bedeutet das eine Stärkung der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft mit ihren vielen, vielen Tausenden ehrenamtlich Engagierten. Diese Ehrenamtlichen wollen wir qualitativ und quantitativ noch besser unterstützen und das genau leistet der Ausbau des Promotorenprogramms. Eine wichtige Säule entwicklungspolitischer Arbeit ist auch Forschung und Beratung. Und wir sind oder können stolz darauf sein, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen in Bonn das Deutsche Institut für Entwicklungszusammenarbeit haben. Das ist wirklich aus meiner Sicht einer der besten Thinktanks in diesem Bereich. Und wir finanzieren das diesmal nicht aus Mitteln dieses Haushaltsplanes, sondern aus Mitteln des Einzelplanes 6. Da ist es auch besser eingeordnet als wissenschaftliches Institut. Und es ist aber eine für unsere Eine-Welt-Arbeit notwendige und sehr vernünftige Investition. Last but not least haben wir im Juni dieses Jahres insgesamt für die Landesregierung die Implementierung der globalen Nachhaltigkeitsziele durch die NRW-Nachhaltigkeitsstrategie beschlossen. Und ich glaube, damit sind wir gemeinsam mit der Landesregierung auf einem sehr guten Weg. Denn die Eine-Welt-Politik wird dann wirksam,
wenn sie als Querschnittsaufgabe in allen Ressorts umgesetzt wird. Und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung sind gerade die Bereiche Klima-, Wirtschafts- und Energiepolitik relevant. Und damit komme ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu einem anderen Haushaltsabschnitt, nämlich dem Landesentwicklungsplan. Das Wichtigste vorab, wir haben das schon gehört, der Haushaltsansatz in unserem Einzelplan 2 bleibt für den Bereich Landesplanung gegenüber 2015 unverändert. Die momentan zweite Phase der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung läuft noch bis Mitte Januar 2016. Und anschließend wird die Staatskanzlei die Auswertung vorlegen. Und wir werden dann hier, wenn alles gut läuft, bis zur Sommerpause 2016 diese Auswertung bewerten. Und so kann dann der LEP als Rechtsverordnung von diesem Haus beschlossen werden. Ich freue mich und gemeinsam mit meiner Fraktion über einige markante Änderungen gegenüber der Ursprungsversion. So wurde ja ein eigenes Unterkapitel nachhaltige Wirtschaftsentwicklung ermöglichen eingefügt und damit die Bedeutung der räumlichen Entwicklung für einen attraktiven Wirtschaftsstandort hervorgehoben. Und ebenso erfreulich ist, dass wir als Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland übrigens Fracking ausschließen. Diese unverantwortliche Technologie wollen wir hier in Nordrhein-Westfalen nicht. Das haben wir dort im LEP so auch jetzt festgelegt. Dieses Ziel wurde übrigens in ganz vielen Kommunen fraktionsübergreifend durch Ratsbeschlüsse eingefordert. Und damit haben wir auch die Unterstützung, kein Fracking in Nordrhein-Westfalen aus dem kommunalen Raum. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass der Nationalpark Senne nun dort festgeschrieben ist. Darüber freuen wir uns sehr. Das wird ein ganz wichtiger Impuls für die Region sein. Und ich glaube, das ist ein Schritt nach vorne, um dort auch die Region weiterzuentwickeln und Naturschutz und auch nachhaltige Bildung in diesem Bereich dann zu gewährleisten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Entwurf des LEP eine qualifizierte Fortschreibung der räumlichen Zielsetzung erfüllt und den Kommunen im Rahmen ihrer Planungshoheit größere Spielräume gewährt. Meine Damen und Herren, gemäß dem Prinzip global denken, lokal handeln, Verantwortung für die eine Welt übernehmen, das zeigt sich in diesem Haushalt, das tun wir hier in Nordrhein-Westfalen und das ist gut für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und für die Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus